Ich bin erkältet, das ist ein Gedicht. Ohne Licht im Gesicht sieht man nichts. Das war logisch, na klar, kommt ja auch von mir. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir suchen, weit und breit. Das beste Indie-Horrorspiel zur Zeit, um es zu spielen und ein wenig Grauen und Schrecken zu erzielen. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zu dem Spiel Human. Das ist ein cooles kleines Indie-Horrorspiel, was ich beim Detox gefunden habe. Der Detox hat zwar gesagt, ich darf es nicht spielen, aber ich mache es einfach trotzdem. Und ich habe mir gerade mal hier das Startmenü genau angeguckt und hier unten drunter steht ein interessanter Text unter diesem Fenster da, wo Start drinne steht. Da steht drinne, dass das Videomaterial, was wir jetzt sehen werden, von einem Regierungsstream gehackt wurde. Und dass ein Typ namens Paul für einen geheimen Sektor in irgendeiner Fabrik gearbeitet hat, die tief in der Wildnis von Alaska versteckt ist. Das klingt schon richtig gut, oder? Das trieft förmlich vor Tod und Verderben. Aber Freunde, das ist ja genau das, worauf wir aussehen. Deswegen würde ich sagen, wir drücken kurzerhand auf Start und schauen uns das Spiel mal an. Und ich muss mich noch, wie gesagt, ein bisschen entschuldigen. Ihr habt es eben schon bei dem kleinen Intro mitgekriegt. Ich bin ein bisschen erkältet. Könnte also sein, dass vielleicht zwischendurch so Rotzefäden hier runterlaufen und in meinen Popschutz rein und dass das dann... Ja, keine Ahnung. Wir drücken Start. Nochmal drücken. So, los geht's. Gucken wir mal. Okay, ist das ein Intro? Ich kann mich bewegen. Alles klar, ich kann laufen. Wer steht denn da unten? Oh. Okay, ich soll irgendjemanden da rausholen. Es gibt irgendwelche Probleme. Okay, ich soll irgendwen rausholen, hat er gesagt. Das ist wichtig. Okay, ich kann sprinten. Dann gehen wir mal hier rein in dieses super geheime Labor in der Wildnis von Alaska, was bestimmt voll sicher ist und nichts beherbergt, was uns schaden kann. Monster oder so, bestimmt nicht. Oder verrückte Irre. Nein, sowas passiert nie in Indie-Horror-Spielen. Ah, mal gucken. Ich weiß nicht, worum es geht in dem Spiel. Wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nichts, außer dass wir jetzt in Alaska sind scheinbar. Okay, gucken wir mal. Mit E öffne ich die Tür und dann gehen wir mal rein. Oh, sieht gut aus. Spiel sieht gut aus. Wir gucken wie durch so ein Videobildschirm, ne? Seht ihr das? Das ist cool. Das hat einen ganz coolen Effekt eigentlich. So, gucken wir mal. Kann ich... Okay, an den Spinden kann ich scheinbar nichts machen. Mit F mache ich die Taschenlampe an. Dann schauen wir uns hier doch einfach mal ein bisschen um. Ich soll irgendwelche Arbeiter hier retten, hat der Typ gerade im Intro gesagt. Und schauen wir mal, ob wir die finden. Ich höre schon mal gute Geräusche. Das sieht auf jeden Fall... Das Spiel sieht wirklich ganz gut aus. Ich lege mir mal gerade kurz ein Taschentuch hier hin. Ja, wie gesagt, mein Näschen läuft ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es macht euch nicht zu viel aus, ne? Das könnte sein, dass ich zwischendurch ein bisschen schneiden muss, weil ich mir zwischendurch vielleicht mal das Näschen putze. Warum sage ich überhaupt Näschen? Das ist voll kernschwul, Alter. Ist egal, wir spielen weiter. Was ist das hier? Ist das ein Sicherungs... Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Hier ist noch eine Tür. Ich gucke mal. Ah, die kann ich öffnen. Alles klar. Kann ich die Spinde auch öffnen? Kann ich nicht. Oh, ich habe die Tür geschlossen. Hä? Okay. Aber hier drin ist nichts. Gehen wir mal weiter. Hier vorne kommen wir jetzt, glaube ich, an eine Kreuzung. Links und rechts geht's. Wohin gehen wir zuerst? Ah, hier geht's gar nicht weiter. Alles klar, dann gehen wir nach rechts. Gucken wir mal. Da liegt ein Zettel, glaube ich. Guck mal. Ich kann ja auch sprinten, habe ich schon ganz weg. Was war das für ein Geräusch, Mann? Ich gucke mir mal den Zettel an. Rechte Maustaste zum Zoomen. Okay, was steht denn da? Notizen. Bla, bla. Fast few years. Research. Notable difference. Was haben die erforscht? Irgendwas mit Wetter steht da. Ah, die wollten Wetter kontrollieren. Okay. Okay, warum? Weshalb? Hat das irgendeinen besonderen... wir werden noch rausfinden, worum es hier geht. Was ist das? Eine Schlüsselkarte sieht so aus. Kann ich die aufheben? Jupp. Zeta Sektor Keycard Collected. Hier haben sich... Ich habe doch gerade Schritte gehört. Und Monstergeheul oder so. What the shit? Ach, bitte. Warte, was muss ich denn hier machen? Kann ich hier drüber? Drunter? Kann ich crouchen? Nö. Ah ne, kann ich eh nicht drunter durch. Was muss ich dann machen? Zurückgehen? Ich habe schon Angst, dass hier irgendwas kommt. Die Atmosphäre ist ekelhaft hier, muss ich sagen. Die Atmosphäre kommt schon mal gut rüber. Ja, müssen wir hier weiter oder muss ich woanders hin? Ich kann springen. Kann ich dann vielleicht hier drüber? Sieht nicht so aus. Shit. Kann ich hier drauf? Der kann nicht mal auf die Tische springen. Mein Gott, da haben wir wieder einen richtig athletischen Hauptcharakter. Der kann richtig gut hüpfen. Das ist immer so. Naja, gut, egal. So, wir haben eine Schlüsselkarte. Was kann ich damit machen?
Die Schränke leben hier. Nein, 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 geht zurück in eure Zimmer. Ich hab mit euch... Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, Leute. Geht bitte zurück in euer Zimmer. Listen, hör zu, ja? Sprich mit mir. Erzähl mir etwas. Vielleicht möchte ich nicht zuhören. Da bin ich reingekommen, ne? War das hier eben schon da? Da bin ich rein... War das hier schon? Zeta-Sieg-Card. Zeta-Sektor-Card. So. Wir sind jetzt im Zeta-Sektor. Oh, nein, 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 nein. Was ist das? Hä? Ist das Videomaterial da kaputt oder so? Hä? Da haben wir wohl ein paar Bildstörungen. Da. Nein, danke. Nein, danke. Nein, 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 nein. Wir gehen wieder raus. Oh, was war das? Ich dachte, das ist ein Schrank und dann bewegt es sich einfach. The fuck? Why? Wieso? Es ist einfach da. Vor allem ist es durch die Wand geglitten, oder nicht? Warum wird hier rot? Habe ich mich gerade teleportiert? Hier ist irgendwas in die Wand reingeglitten. Ich habe es genau gesehen. Ignorier mich nicht, sagt die Stimme. Wen denn? Ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Oh. Oh. Oh nein, danke. Was ist da? Die Arbeiter, die ich retten sollte, sind die das? Hängen die jetzt an der Decke? Warum? Freunde, geht's euch gut? Ihr hängt ein bisschen ab, hä? Ja, ja, ja. Ihr habt schöne Mäntel. Die gefallen mir. Gibt sie zu verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Die möchte ich auch nicht haben. Die sind verseucht. Mit Tod? Weiß nicht. Hier liegt nochmal so ein Pad. Wir gucken mal drauf. Es liegt hier. Notizen. Alles von unserem Equipment wurde ausgeschaltet. Bla bla. Side Note. Ja, keine Ahnung. Spektrogramms. Ich will mir das auch nicht alles angucken. Ich will Horror. Ich will geschockt werden. Nein, keine Ahnung. Hier lebt doch noch einer. Der in die Verrücktheit getrieben. Die sind schwach im Kopf drin. Ich bin auch schwach im Kopf drin, aber auf eine andere Art und Weise. Und ja. Die sind nutzlos, sagt er. Die sind nutzlos. Keine Ahnung, warum. Ja, keine Ahnung. Die Leute hier, die jetzt hier hängen, hat er gesagt, der Typ hat die wahrscheinlich irgendwie beeinflusst, hat die verrückt gemacht und dann haben die sich umgebracht und dann hat er sich gedacht, oh ja, die sind schwach. Die sind schwach, die haben sich umgebracht, die brauche ich nicht. Und hat sie tot gelassen. Ich meine, gut, töten musste er sie nicht mehr. Das haben sie ja schon selbst gemacht. Gucken wir mal hier oben. Ist hier unser Freund wieder, der teleportierende Schrank, der durch Wände gehen kann? Ist er hier? Hallo? Hallo? Ah, ich hasse so Fabrikatmosphäre, so in so verlassene Gebäude irgendwo in der Walachei. Das erinnert mich auch immer an den Film Das Ding. Und ja, ich weiß. Ah! Shit! Das war kein Schrank! Das war kein Schrank! Ein Schrank war es nicht, definitiv nicht. Das war was anderes. Oh, oh lebende Schränke gibt's nicht. Das wäre auch zu cool gewesen. Okay, ich gehe nicht zur Tür, ich gehe einfach mal hier lang. Ich folge dem Ding, weil das ist logisch. Das führt meistens zur Sicherheit. Dein Geist wird brechen, aber ich werde ihn wiederherstellen. Hier kommt Blut aus dem Rohr. Ah, guck mal, das sind Blutleitungen. Ja, das ist wichtig. Die habe ich auch bei mir zu Hause. Okay, hier ist nichts. Habe ich meine Taschenlampe ist an? Ja, die ist einfach nur scheiße. Das ist eine richtig beschissene Taschenlampe, ganz ehrlich. Sagt der Typ wieder was? Bist du dir sicher, dass du in der Realität existierst? Eigentlich schon. Bis jetzt? Hi! Hi! Nein! Komm, ach, das ist wieder Videofehler. Hier, gehen wir mal hier rein. Was ist hier los? Hallo? Hallo? Oh, guck mal! Rechenaufgaben! Hier ist aber ein Fehler. Was? Wo bin ich denn jetzt hin? Hä, was ist das denn immer für eine Teleportationsscheiße? Die Frequenzstörung hält an, ja. Wir konnten in den letzten 4 Tagen überhaupt keine Arbeit machen. Niemand ist gegangen. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich zu diesem Ort hingezogen. Wir müssen bleiben. Schlaf ist schwierig geworden. Unser Geist driftet immer weiter weg. Gut. Schön, danke für die Info. Wo bin ich jetzt? Okay, weiter in dem Gang. Ja, das ist... Man wird hier zwischendurch einfach teleportiert? Warum? Warum heißt das Spiel Human? Werde ich hier auch teleportiert? Ah, hier ist dieselbe Tafel, nur mit verwischten Zeichnungen. Du lebst eine Lüge, sie haben dich angelogen. Okay, Alpha-Sektor-Keycard. Was steht hier?
Ich bin mir nicht sicher, was real ist. Ich werde dies auf unser geschlossenes Netzwerk hochladen, so wie wir beauftragt wurden, und du kannst es lesen. Allerdings sehe ich da drinne keinen Grund, also keine logische Schlussfolgerung. Ja, warum macht er das? Er weiß es nicht. Er hat irgendwas hochgeladen. Mache ich auch so auf YouTube. Ich lade was hoch, aber fragt mich nicht, warum. Denn ich verstehe auch nicht, warum jemand... Oh, wir werden wieder teleportiert. Wieder ganz am Anfang. Ich gehe trotzdem nochmal nach da hinten. Oh, jetzt bin ich wieder hier teleportiert. Hä, lol, what the fuck? Was ist hier los, Mann? Warum wird man denn hin und her teleportiert? Ach, Mann, ey. Was ich noch sagen wollte, ich verstehe auch nicht, warum jemand meine Videos guckt. Also, es ist schon... Alpha Sektor? Es ist schon wirklich behindert teilweise. Gut, was ist jetzt hier los? Hallo? Hallo? Klingt gut hier? Geist? Schrank? Mein Freund, Schrank? Was steht hier? Ein Problem. Ah, Bluescreen. Windows Bluescreen. Nice. Cool. So, jetzt wird da drüben hier wahrscheinlich was auf dem Notepad stehen. Ach, guck mal, noch eine Keycard. Wofür ist die? Theta-Sektor. Okay. Eine Tür. Es ist eine Tür, die wir geöffnet haben. Die Frequenz. Sie kommuniziert mit uns. Wir haben es hergebracht und du wusstest, was passieren wird. Wir können nicht gehen, weil es uns nicht gehen lässt. Du wusstest, dass dies passieren würde. Es ist ein Portal. Es nimmt deinen Verstand. Doch meinen nicht mehr. Klingt verdächtig nach der Serie Stranger Things. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie geguckt hat. Wer sie nicht geguckt hat, beendet jetzt dieses Video, nachdem ihr einen Daumen hoch gegeben habt. Und guckt dann Stranger Things, bitte. Denn diese Serie ist quasi... Ja, das war gerade quasi so ein bisschen die Storyline davon. Da haben die auch in so einer... so Experimente gemacht, Regierungsexperimente, und da haben die auch ein Portal im Grunde geöffnet. Wer die Serie noch nicht geguckt hat, guckt sie wirklich. Stranger Things ist wirklich richtig gut. So, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder darauf. Ah! Okay, wir werden wieder teleportiert. Nice. Es gibt scheinbar auch fliegende Schränke. Ich weiß es nicht. Sagt der Typ jetzt wieder was? Ne, er redet nicht mehr mit uns, okay? Boah, ja, Marotze hochziehen. So. Wofür brauchen wir denn jetzt den Täter? Da hinten steht's. Seht ihr es da hinten vor der Tür? Ist es durch die Tür gegangen? Nee, es steht noch da. Es steht da. Ich glaube, das da hinten ist der Täter-Sektor. Ich gehe einfach drauf zu. Ich gehe einfach drauf zu. Mal sehen, was passiert. Es wird garantiert chargen. Es wird garantiert auf uns zurennen. Bestimmt. Hi! Oh, sind wir jetzt hier? Sind wir da? Wo es war? Ist es hier irgendwo? Ich will mich nicht bewegen, Mann. Ich habe Angst. Theta-Sektor, Keycard, wir sind drinne. Oh! Oh, hier ist überall Blut. Alter! Hä, die haben sich alle aufgehangen. Oder haben sie sich vorher noch aufgeschlitzt oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt sagt der Typ bestimmt wieder was. Warte mal. Du wirst unsterblich sein, wenn du es durchhältst. Okay? Ich halte es durch, kein Problem. Ich werde unsterblich. Unsterblich. So, jetzt sagt er wieder was. Moment, mal zuhören. Die Infos sind eigentlich ganz interessant. Na? Ich würde dich niemals anlügen. Alles, was du kennst, wurde einfach nur fabriziert. Also erstunken und erlogen ist unsere Realität. Behauptet dieser jemand, dieser Typ, wer auch immer es ist. Okay. Hier sieht es richtig ekelhaft aus. Und die Taschenlampe, das ist wirklich mit die schlechteste Taschenlampe, die ich je gesehen habe. Die ist wirklich kacke. Okay, was ist das? Ist hier eine Sackgasse? Das habe ich mir bereits gedacht. Was ist das? Hinterfragst du nicht deine Realität? Doch, mittlerweile schon. Alter, was ist das hier? Ist das ein Beschwörungsraum oder so? Was haben die denn hier gemacht? Ich dachte, die machen Wetter. Es ist wegen meiner Seele gekommen, unserer Seele. Seele ist nicht sicher. Irgendeine Seele, alle Seelen. Die Seelen sind nicht sicher. Es ernährt sich von Seelen. Irgendwas. Was auch immer. Ich verstehe es nicht. Was muss ich hier machen? Muss ich hier reingehen? In die Mitte vielleicht? Irgendwas machen? Springen? Nein? Okay. Doch, ich werde teleportiert. Ah, gut. Ich werde jetzt von Ding zu Ding wahrscheinlich teleportiert und komme irgendwann raus. Gut, dann machen wir das nochmal. Ich laufe wieder drüber. Teleportiert. Teleport. Bitte. Teleportier mich doch. Komm schon.
teleportiere mich doch, bitte. Ah, jetzt, okay. Los geht's, wo sind wir jetzt? Wieder am Anfang, da will ich aber nicht hin. Ich will nicht an Anfang. Ich will weitergehen. Teleport. Okay, und wieder hier hin. Gut, aber ich möchte jetzt woanders hin. Oder muss ich hier erst noch irgendwas machen? Muss ich hier vielleicht irgendwas machen, bevor ich weiterkomme? Ah, okay, jetzt bin ich nicht am Anfang. Da drüben geht's, glaube ich, weiter. Guck mal, da drüben geht's weiter. Okay, Moment, ich gucke mal, ob ich hinkomme irgendwie. Teleport, Teleport, Teleport. Ja, 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 ja. Nein, ich bin am Anfang. Scheiße. Ach, ich war eben auch nur da. Ich war gar nicht am... Ach, Gott, dammit. Okay, nochmal, nochmal. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen muss. Ich bin gerade überlegen, ob ich... Muss ich in bestimmte Richtungen da drüber gehen oder so? Moment, eben bin ich in die Richtung drüber gegangen und bin dann in ein anderes Portal gekommen. Ich schätze, ich muss da irgendwie... In irgendeine bestimmte Richtung gehen. Hä, wieder am Anfang? Ich verstehe, ich blicke nicht durch. Da blicke ich gerade nicht durch. Das ist zu hoch für mich. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Moment, ich gehe mal nach hier hinten links. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Komme ich dann woanders hin? Teleport, Teleport. Ah, okay, jetzt bin ich wieder hier. Da drüben ist jetzt der Anfang. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Teleport. Ah, ja, 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 da drüben geht's weiter, da drüben geht's weiter. Dann gehen wir jetzt hier hin. Wieder am Anfang. What the fuck is going on? Aua, das tat weh. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn... Hä? Moment, ich sprinte mal. Dann geht's, glaube ich... Zack. Jetzt bin ich hier. Jetzt in die Richtung gehen, ne? Und dann komme ich an den Anfang. Okay, okay, okay. So, dann warte. Dann gehe ich jetzt in die. Dann gehe ich in die Ecke hier. So, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich mal in die Ecke. Wo bin ich jetzt? Ah, auch daneben wieder. Oh, hä? Was? Hier ist so ein Pad. Kann ich das lesen? Oder werde ich teleportiert? Nein, das kann ich lesen. Sehr gut, versteht ihr? Was? Ich habe dies gebracht, du hast es getan. Ich habe es getan, wir haben es getan. Glaubst du nicht, ich weiß es? Ich weiß gar nichts. Ich möchte nur weiter, bitte. Teleport? Am Anfang. Was? Was ist das? Wie soll das denn... Was für eine Art dunkle Magie ist dies? Wie funktioniert es? Okay, Moment mal. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich gehe mal in die Ecke hier. Und dann komme ich hier hin. So, da rechts möchte ich hin. Da rechts möchte ich hin. Das ist wichtig. Ich werde jetzt einfach mal in die Ecke hier hinten gehen. In die Ecke hier hinten. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Geil. Was ist hier? Noch ein Pad. Ich guck mal, was steht drauf. Verlorene Seelen sagen Tschüss. Ich gehe einfach mal hier hoch. Was redet da mit uns? Irgendwas redet mit uns. Wir werden wieder teleportiert. Wohin? Alter. Wo sind wir denn jetzt? What the fuck? What the... Alles, was wir sehen, ist eine Illusion. Und das hier ist die wahre Welt. Alles andere, die richtige Welt... Die für uns gesehen richtige Welt ist einfach nur eine Illusion, die da platziert wurde von irgendeinem Feind. Keine Ahnung. Das sieht aber verdammt nice aus, muss ich sagen. Ich werde einfach mal, ich renne mal drauf zu. Ich renne mal drauf zu, mal sehen, was kommt. Tu dich mit mir zusammen, wir werden regieren. Wir werden alles regieren. Komm, komm, sagt er. Ja, komm. Näher. Immer näher. Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Ah, okay. Lucifer? Oh, was? Das war Lucifer. Das war Lucifer. Er wollte unseren Körper, damit er in der Welt der Menschen sich frei bewegen kann und da sein Schandwerk betreiben kann. Hä? Wir wurden in die Falle gelockt. Vom Teufel, von Lucifer höchstpersönlich, damit er unseren Körper übernehmen kann, um die Welt der Menschen zu beherrschen. Er hat uns von vorne bis hinten angelogen. Aber warum? Oh Mann. What the shit? Das hätte ich... Ja, so ein Ende hätte ich nie erwartet. Mit so einem Ende habe ich überhaupt nicht gerechnet. Null. Ich dachte, da kommt irgendwie so ein Jumpscare und wir sterben vielleicht. Oder wir finden irgendwas raus, so ein Monster oder eine andere Welt. Keine Ahnung, aber nicht, dass Lucifer unseren Körper will, um die Welt der Menschen zu betreten. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber cool. Verdammt cool.
Ja, Freunde, das war das Spiel Human mit einem verdammt krassen Ende, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Verdammt, also das war ein Plot-Twist von 15.000 Grad, hat sich so im Kreis gedreht, ist dreimal über den Kopf geflogen und dann war er da. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Indie-Horror-Spiel oder irgendwo anders auf meinem Kanal. Euer Töpfer verabschiedet sich, macht's gut und bis dahin. Was steht da? High Noise Area, Hearing Protection may be required. Also da ist es ziemlich laut und man soll lieber Gehörschutz tragen. Ah! Fuck!